Moin und Wartmann Zeit vom Team Winz. Um wirklich auf dem Laufenden zu sein, was in meinem Revier passiert, sollte ich natürlich stets vor Ort sein. Aber beruflich oder manchmal auch entfernungstechnisch ist dies natürlich nicht immer zu gewährleisten. An manchen Stellen im Revier möchte ich aber vielleicht auch ganz bewusst Ruhe halten und eben nicht jeden Tag vorbeischauen, was sich dort getan hat. Hier bietet es sich an, eine Wildkamera zu installieren als Überwachungskamera. Und wir wollen heute einmal vorstellen von der Firma SpyPoint die Link Dark. Es handelt sich hier um eine Wildkamera mit der Möglichkeit, die gemachten Aufnahmen im Prinzip zu senden. Schauen wir uns die Kamera im Detail an. Die Link Dark hat eine Auflösung von 12 Megapixeln, ein IR-Blitz mit einer Reichweite von bis zu 24 Metern. Das wesentliche Merkmal der Link Dark ist eigentlich die Möglichkeit, die Bilder sofort zu senden, und möglich gemacht ist das im Prinzip über die SIM-Karte, welche im Lieferumfang enthalten ist. Sie befindet sich hier im Batteriefach. Insgesamt sind es 8 AA-Batterien, welche nicht zum Lieferumfang gehören, aber in jedem Supermarkt im Prinzip zu erwerben sind. Aus der praktischen Erfahrung kann man ganz klar sagen, dass diese Kamera kein Batteriefresser ist. Abhängig natürlich von der Umgebungstemperatur und auch der Häufigkeit, wie oft sie denn auslöst. Wir wünschen uns natürlich viele Auslösungen, weil wir wollen auch viel Wild im Revier beobachten können. Aber Batteriefresser ist es wirklich nicht. Und es gibt nochmal die Möglichkeit, um wirklich dann noch ein wenig unabhängiger zu sein, eine 12 Volt externe Batterie anzuschließen von der Firma SpyPoint, welches wir aber in einem weiteren Video noch vorstellen werden. Schauen wir uns die Kamera von den Einstellmöglichkeiten nochmal näher an. Die ersten Starteingaben nehme ich im Prinzip am Gerät vor. Danach ist alles per App zu steuern. Das ist ganz praktisch, weil ich tatsächlich von zu Hause aus festlegen kann, in welchen Zeiträumen soll die Kamera auslösen, wann will ich sie vielleicht komplett ausschalten, die Auflösung etc. pp. Es gibt also ganz, ganz viele Möglichkeiten, innerhalb dieser App das Ganze zu bedienen. Wer technisch nicht ganz so versiert ist, hier ein kleiner Hinweis. Ich hatte nämlich anfangs auch ein paar Probleme, das Ganze in der App zu steuern. Ruf den Support an. Das war einer der freundlichsten Mitarbeiter. Grüße an den Support dieser Firma. Das hat hervorragend geklappt, weil wir anfangs ein paar Schwierigkeiten hatten mit der Eingabe der Postleitzahl etc. Die Möglichkeiten dieser Kamera sind, ich will nicht sagen unbegrenzt, aber sehr, sehr vielfältig. Ich kann auch entscheiden, ob ich nur 100 Aufnahmen kostenlos haben möchte, zum Beispiel pro Monat, oder aber ob ich eine weitere Bezahloption wähle, dann kann ich ja unbegrenzt im Prinzip Bilder dieser Kamera abrufen. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Natürlich kann ich auch direkt an der Link Dark mir die Bilder anschauen, und wer freut sich nicht, wenn er Schwarzwild an der Kehrung hier betrachten kann. Enthalten ist natürlich auch der Baumgurt, den fädelt man einfach hier hinten ein und schon kann man die Kamera im Prinzip installieren. Das ist recht simpel. Wir weisen immer noch mal darauf hin, beachtet bitte die Privatsphäre anderer Waldbesucher oder Revierbesucher. Nicht, dass es da Ärger gibt, und auch die jeweiligen Landesjagd- oder Datenschutzgesetze sollten hier beachtet werden, wenn ich mit solchen Systemen arbeite. Wir wünschen tolle Aufnahmen und viel Waldmannsheil vom Team Winz und freuen uns natürlich immer über einen Daumen oder gleich Abo des Kanals.